und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben ja gesagt, wir nehmen euch mal wieder mit auf den Stichernhof. Und jetzt sind wir wieder auf dem Stichernhof. Und ja, jetzt sind wir wieder da. Und ey, Julian! Mann, er schubst mich hier gerade einfach halt voll in Stroh rein. Warte mal. Mir läuft schon die Führanlage. Mit Pferden. Warte, gleich kommt mal wieder eins vorbei. Da ist mal wieder eins. und es passiert gerade ultra viel. Warte, wir können es dir einmal zeigen. Julian, hör auf! Hunderte von Heu- und Strohballen. Ja, die werden hier gerade geliefert, Traktor. Und die kommen jetzt gleich hier alle rein. Hier, warte. Hier, wo es noch alles so leer ist. Du bist nicht in der Kamera. Ja, die sind jetzt halt hier. Und ja, da ist hier dann noch der Hoflader. Ja. Gut. Einmal kurz rum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7 mal 4. 7 mal 4. 28. 28 Ballen. Ungefähr. Das ist schon was. Da hinten ganz schöne drei. Ah, nee, das sind ja gar keine 28 Beine mehr. Es geht ja auch noch in die Tiefe. Hä? Tiefe ist so. Hä? Also es geht ja nicht nur so, sondern auch so. So. Ich muss hier gerade über so ein Gerät steigen. So, diese Ballen, die kommen jetzt gleich alle da rein. Ja. Dann haben wir auch schon unseren Hoflader stehen. Und hinten laufen ein paar Pferdchen vorbei. Viertle. Ja. Die werden jetzt ja alles gestapelt. Aber nicht auf dem Boden, sondern hier auf die, keine Ahnung mehr, wie die heißen. ja. Ja, er ist der Maschinenprofi. Und dann mal voll ins Pferd rein. Die Schaufel schon fest? Die schaut gar nicht fest aus. Servus Pferdefreunde, in diesem Video nehme ich dich mit auf unserem Hof und wir bauen heute eine neue Sattelkammer. Im Hintergrund geht es schon ganz schön ab und jetzt schauen wir einfach mal, was schon passiert ist. Zunächst haben wir mal alte Balken gesucht und haben diese auf Länge zugeschnitten. Wir wollten eine komplette neue Trennwand in diesen Offenstall bauen, damit dort die Sättel Platz haben. Das ist gar nicht so leicht, denn der Stall ist ganz schön hoch, wie ihr seht. Hier sind schon ein paar von den alten Balken und hier seht ihr auch die ersten Balken, die wir eingebaut haben. Das ist aber die verkehrte Schräge hier oben. Ja, einfach bloß drehen. Ja, da muss ich die Seite rein. Wir wollen ja die Seite innen haben. Das war jetzt ein Irrtum, du. Weil, kann ich auch klar, nicht. Zuerst mal. Yes! Ein paar Stunden später waren wir schon deutlich weiter. Hier seht ihr jetzt schon, dass wir die Wand schon relativ weit hochgezogen hatten. Und wir waren dann selber überrascht, dass es doch recht gut geklappt hat.
Wir haben das einfach mit den alten Holzbalken ein Gerüst gebaut und dann mit den USB-Platten zugemacht, damit man daran dann die Sattelhalter befestigen kann. Hier seht ihr, dass das gar nicht so einfach war, weil wir auch richtig passende Teile raussägen mussten. Julian war in der Zwischenzeit sehr fleißig und hat Stroh und Heu verteilt. Hier seht ihr jetzt schon ein paar Sattelhalter und könnt euch vielleicht schon richtig gut vorstellen, wie die neue Sattelkammer wird. Hier, Walti. Ja, hallo. Ja, das ist mein Bleistift. Das ist nichts zum Fressen. Gell? Ja, das ist die neue Sattelkammer. Hier haben wir jetzt noch ein Teil, was ein bisschen trickier ist. Jetzt schauen wir mal, ob das dann nachher auch so reinpasst. Haben wir jetzt die Schablone genommen? Oh, krass! Ich hatte noch nie solche Tiere auf der Hand. Das ist ein Männchen, siehst du? Und das ist auch ein Männchen, das ist ein kleines Männchen, das andere sind zwei Weibchen. Pass auf, dass sie nicht runterfallen. Woran sieht man das? Zwei Weibchen. Die haben hinten am Kamm haben die so einen orangen Punkt. Das siehst du, die orangen Punkte. Ah, das sind die Männchen. Oh, ich muss los. Ja. Ah. Ja, man kann sie jetzt auch. Alpen- und Bergmolch heißt es. Mhm. Wahnsinn. Ja, es gibt viele Tiere. Im Weiher haben wir einen Mast oben drin. Wir sind jetzt noch auf der Suche nach Wasser, weil bald kommt das Abrissunternehmen und dann wird all das, was ihr hier hinter mir seht, alles weggerissen werden. Und damit wir nicht einen sprudelnden Wasserhahn dann haben, suchen wir jetzt hier gerade im Loch nach dem Wasser und müssen Wassertests machen, ob dann auch wirklich das ganze Haus drüben abgedreht ist. Und wir grüßen noch ganz herzlich Anna. Also, hi Anna. Hi Anna. Jana. Hallo Jana! Hallo Jana! Und Isabella! Hi Isabella! Hi Isabella! Außerdem grüßen wir noch Lu. Hi Lu! Hi Lu! Und eine wollte auch gegrüßt werden, die hat gesagt, wir sollen ihren Pseudonamen grüßen, das ist Dino. Hi Dino. Dino! Und außerdem grüßen wir noch Lolia! Hi Lolia! Hi Lolia! Und wir grüßen noch ganz herzlich Charlotte, also hallo Charlotte! Hallo Charlotte! Und wir grüßen auch noch ganz herzlich Jolina. Hi, hi Jolina. Und Harald wollte auch gegrüßt werden mit last but not least. Hi Harald, hi last but not hallo. Least. Und wir grüßen noch ganz herzlich Annalena. Also hi Annalena. Hi Annalena. Und Romy. Hi Romy. Hi Romy. Und wir grüßen noch ganz herzlich Michelle. Hi Michelle. Hi Michelle. Wir wollen Stadtschiffer jetzt einfach mal sozusagen laufen lassen. Und wir laufen halt einfach weiter, also wir machen hier keine Rabine ab und wollen halt gucken, was passiert. Also ob sie zum Gras läuft oder ob sie uns da noch hinterherläuft oder keine Ahnung, was sie noch für Ideen hat im Kopf. Okay? Ja. Ready? Los. Go. Also jetzt läuft sie erstmal noch mit. Das ist jetzt mal jetzt so. Okay, sie läuft zum Gras. Wir laufen jetzt einfach mal weiter. Geil. Sternschnuppe! Wahrscheinlich bleibt die jetzt einfach da, bis wir dann. Sternschnuppi! Was? Du musst mal wiehern. Wie soll ich wiehern? Ich kann nicht. Du musst sie mal herwiehern. Nee, jetzt laufen wir noch mal ein Stückchen weiter. Vielleicht kommt sie ja dann irgendwann. Ich glaube, sie kommt nicht mehr. 5 Stunden später. Also Sternschnuppe macht gar nichts. Wir haben das jetzt getestet. Lea, renn nicht so, sonst läuft sie vielleicht doch weg. Lea muss sie wiederholen gehen. Sie hat sich keinen Millimeter bewegt. So, Lea hat sie wieder eingefangen an Ort und Stelle, wo wir sie losgelassen haben. Ist sehr witzig, dieses Pferd. Ich glaube, ich weiß schon, was passiert. Okay, und los. Wenn ich jetzt einmal halt so tue, als hätte ich sie noch. Ja, genau. Das kannst du probieren, ob sie dann mitkommt.
Ja, ich glaube, es bringt nichts, wetten. Nein. Du merkst sofort, dass ich nicht mehr da bin. Ja, das weiß ich ganz genau.